Ich finde es so schön, einfach mitzukriegen, wie Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen und erleben dürfen, wie Jesus ihr Leben verändert, wie er ihnen Hoffnung, Frieden, Vergebung schenkt. Und ganz besonders schön auch von Thomas und Lisa das zu hören, die waren auch beide bei uns in der Kleingruppe und da bin ich einfach persönlich begeistert. Ich durfte einen kleinen Anteil daran haben, an dieser Entscheidung, die sie heute getroffen haben. Und das ist für mich wirklich eine Ehre. Und das liegt mir besonders am Herzen. Und in der Bibel lesen wir von Paulus, der auch so einige oder sogar viele Leute hatte, die ihm besonders am Herzen lagen. Das waren Gemeinden, in die er sich ganz persönlich investiert hat. Er ist dorthin gefahren, es hat ihn Zeit, Kraft gekostet, manchmal sogar fast sein Leben gekostet, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann haben sie sich für Jesus entschieden. Sie haben sich taufen lassen und sie sind zu einer Gemeinde geworden. Und dann ist natürlich selbstverständlich, wenn er da so viel Herzblut reingesteckt hat, dass diese Gemeinden ihm ganz besonders am Herzen liegen. Ja, so wie uns eigene Kinder ganz besonders am Herzen liegen. Und eine dieser Gemeinden, die Paulus besonders am Herzen lag, war die Gemeinde in Korinth. Und das war eine Gemeinde, wir lesen in der Apostelgeschichte davon, wie er diese Gemeinde gegründet hat. Und an diese Gemeinde hat er immer wieder Briefe geschrieben, um ihnen zu helfen, diesen Weg, den sie einmal begonnen haben, auch fortzuführen und dran zu bleiben. Um sie an das zu erinnern, was er mit ihnen besprochen hatte, was er sie gelehrt hatte. Und ich möchte heute mit euch in einen dieser Briefe reinschauen und gemeinsam von dem lernen, was Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wir als Gemeinde, wir haben ja jetzt zwei besondere Gottesdienste gehabt. Einmal Erntedank mit Winfried als unserem Gastsprecher, einmal davor den Gottesdienst zum Tag der Schöpfung auf der Donaubühne. Aber davor hatte ich mit euch gemeinsam eine Serie gestartet. Ich hoffe, es gibt einige, die sich noch daran erinnern. Es ging darum, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir als Botschafter Jesu leben. Denn diese Sendung, die gilt auch für uns, die gilt auch für Lisa, die gilt auch für Thomas. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir hatten damit gestartet, dass als Botschafter Jesu zu leben, am besten mit Gebet beginnt. Ich starte mit Gebet. Ich sorge darauf, dass ich mit Gott verbunden bin und bereite ihm eine Ebene, mich zu leiten und mich zu gebrauchen. Und der nächste Schritt, über den ich gesprochen hatte, war einfach zuhören. Als Botschafter Jesu geht es nicht darum, immer nur was zu tun. Es geht auch einfach darum, ein offenes Ohr für die Menschen zu haben. Die Menschen in unserem Umfeld, die Menschen in unserer Straße, auf unserer Arbeit. Einfach mal zu hören, was beschäftigt die Menschen eigentlich? Was sind eigentlich ihre Nöte und ihre Herausforderungen? Und dann haben wir bei Jesus gesehen, er hat sich immer wieder Zeit genommen, mit den Menschen zu essen, Gemeinschaft zu haben. Das unterstützt auch nochmal das Zuhören. Ja? Beim Essen redet sich's noch viel besser. Einfach Zeit mit Menschen verbringen. Und dann haben wir beim Ranger-Gottesdienst darüber gesprochen, den nächsten Schritt zu gehen, einfach praktisch in Nächstenliebe zu zeigen. Menschen einfach praktisch zu helfen, sie zu lieben, so wie wir uns selber lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und daran möchte ich heute anknüpfen mit dem nächsten Schritt. Und jetzt, wie versprochen, der Text aus dem Korintherbrief. Aber bevor ich ihn lese, noch eine kurze Erklärung dazu. Paulus war in Korinth gewesen und hatte dort gepredigt, hatte dann den ersten Korintherbrief geschrieben. Doch dann war es irgendwie zu einem Konflikt gekommen. In die Gemeinde in Korinth waren andere Prediger gekommen, und die hatten denen mehr oder weniger gesagt, was der Paulus euch erzählt hat, das stimmt nicht so ganz. Ihr müsst es ein bisschen anders machen. Und die haben auf diese Prediger gehört. Und Paulus fand es jetzt nicht so cool, dass sie plötzlich vom Evangelium abweichen. Und so hat er ihnen einen Brief geschrieben, der steht nicht in der Bibel drin. Wir lesen nur, dass es diesen Extrabrief gab. Man nennt ihn auch den Tränenbrief.
weil Paulus so traurig darüber war, dass die Korinther von dem Glauben an Jesus ein Stück weit abgewichen sind und weggekommen sind. Und dann gab es eine Antwort der Korinther. Was sie genau geschrieben haben, wissen wir auch nicht. Jedenfalls haben sie irgendwas geschrieben. Paulus erwähnt es in seinem Brief. Und dann kommen wir zu dem Brief, in den wir heute schauen. Das ist der zweite Korintherbrief. In Wirklichkeit, also ist es nicht der zweite, aber weil es der zweite ist, der in der Bibel steht, nennen wir ihn den zweiten. Und dort schreibt Paulus einiges. Und unter anderem äußert er sich auch über die Prediger, die gekommen sind und Dinge erzählt haben, die er nicht so gut findet. Und da möchte ich mit euch heute reinschauen. 2. Korinther 3, ab Vers 1. Dort steht: Fangen wir jetzt an, wieder mit unserer Arbeit anzugeben? Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen und euch bitten, ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Paulus ist offensichtlich genervt. Er ist genervt von dem Verhalten mancher Prediger, die versuchen, durch Eigenlob, durch Empfehlungsschreiben, besonderes Ansehen und besondere Autorität zu gewinnen. Schaut mal her, diese 10 Gemeinden finden mich toll, ihr müsst unbedingt hören, was ich euch zu sagen habe. Prediger, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, übertriebene Selbstdarstellung ist in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt ein großes Thema. Die sozialen Medien sind voll davon. Hauptsache, du stellst dich gut dar. Und ich glaube auch, dass es heute noch wie damals leider manchmal auch von Kirchen oder von Pastoren, Leitern übernommen wird. Paulus lehnt das ab. Er sagt, nein, es geht nicht darum, sich selbst gut oder besser darzustellen. Das bedeutet nicht, dass man jemanden nicht loben darf, aus Angst, er könnte vielleicht stolz werden. Anderen Wertschätzung auszudrücken, ist was Gutes. Es unterstützt sogar, dem Beispiel Paulus zu folgen. Wenn ich merke, andere schätzen mich wert, fällt es mir leichter, dass ich nicht mehr für mich selber kämpfen muss. Dass ich nicht mehr mich selbst in den Mittelpunkt stellen muss, sondern Jesus und sein Evangelium in den Mittelpunkt stellen kann. Aber gleichzeitig hat es auch gewisse Grenzen. Und da ist Paulus jedenfalls der Meinung, Empfehlungen schreiben und schöne Worte auf Papier zählen nicht. Was wirklich zählt für Paulus, ist was anderes. Was ist das beste Empfehlungsschreiben, was es für Paulus gibt? Es sind Menschen. Menschen, die gesegnet wurden. Menschen, die verändert wurden. Paulus sagt zu den Leuten in Korinth, ihr seid mein Empfehlungsschreiben. Dadurch, dass ihr durch meine Predigt Jesus kennengelernt habt, dass durch meine Predigt euer Leben sich verändert hat und ihr jetzt zu Gott gehört, das ist mein Empfehlungsschreiben. Ein besseres Empfehlungsschreiben gibt es nicht. Als ich nach meinem Studium als Pastor gestartet habe, habe ich gemerkt, ich war in sehr vielen Dingen aufgaben- oder sachorientiert. Ja, ich wollte gute Gottesdienste, gute Veranstaltungen organisieren und machen. Das war mir wichtig. Aber ich durfte mehr und mehr lernen, Gott geht es nicht so sehr um Gottesdienste. Gott geht es nicht so sehr um Veranstaltungen. Gott geht es vor allen Dingen um Menschen. Er liebt uns Menschen über alles. Und viel mehr als über einen guten Gottesdienst freut er sich über einen Menschen, der ihn kennenlernt und der sein Leben in seine Hand legt. Menschen sind für Gott das Wichtigste. Und deswegen sollten wir auch für uns sie zum Wichtigsten werden lassen. Als Christen müssen wir uns nicht daran messen, was andere über uns denken. Wir messen uns an 2 Dingen. Wir messen uns an dem, was Gott über uns denkt und an dem, was wir mit Gottes Hilfe im Leben von anderen Menschen bewirken dürfen. Gott hat uns berufen, ein Segen zu hinterlassen im Leben von Menschen. Menschen zu segnen. So sind wir seine Botschafter. So erfüllen wir den Auftrag, den er uns gegeben hat. Indem wir uns fest an ihm hängen und
seine Meinung am wichtigsten nehmen, aber uns auch in Menschen investieren. Menschen dienen, Menschen lieben. Und deswegen ist die Taufe so ein großer Grund zum Feiern, weil sich Menschen entschieden haben, mit Jesus zu leben. Und es wird noch deutlicher im folgenden Text. Ich lese weiter, ab Vers 3. Ihr seid, schreibt Paulus weiter, ein Brief von Christus. Von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Die Menschen in Korinth sind lebendige Briefe von Jesus. Was bedeutet das? Paulus hat das Evangelium verkündet. Und dieses Evangelium hat zusammen mit der Kraft des Heiligen Geistes etwas bewirkt. Erstens hat es bewirkt, dass sie ihre Schuld erkannt haben und dass sie Gott um Vergebung gebeten haben. Es hat erkannt, hat bewirkt, dass sie erlöst wurden, dass sie Freiheit und Frieden und Hoffnung und Zuversicht in Jesus Christus gefunden haben. Dass sie ihr Leben in Gottes Hand gelegt haben. Und dass der Heilige Geist an ihnen gewirkt hat und ihr Leben verändert hat. Dass Gottes Wirken in ihrem Leben sichtbar geworden ist. Das alles ist passiert. Und dadurch sind sie lebendige Briefe von Jesus geworden. Durch die Predigt von Paulus, durch das Evangelium, durch den Heiligen Geist hat sich ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Handeln, ihr Reden verändert. Sie sind neue Menschen geworden. Jetzt sind sie ein Brief von Jesus. Das ist passiert. Und ich habe euch auch einen Brief mitgebracht, ja? Ein Brief an den, ich habe mal geschrieben, Landkreis Sigmaringen. Und wisst ihr, wer den Brief geschrieben hat? Jesus Christus. Ich habe meiner Mutter diesen Brief gezeigt, als ich es vorbereitet habe. Die war letzte Woche bei uns zu Besuch. Und da meinte Martin, oh, wenn du das in der Gemeinde zeigst, dann sagen die Leute, das ist ja Gotteslästerung. Du kannst doch nicht einen Brief schreiben und dann sagen, er kommt von Jesus Christus. Doch, das kann ich. Ich kann das, wenn ihr seht, was drin steht. Also, was möchte Jesus Christus schicken an den Landkreis Sigmaringen? Ich schaue mal rein. Soll ich es euch zeigen? Was Jesus schreibt an den Landkreis Sigmaringen? Er schreibt, Thomas. Thomas, du hast dich heute taufen lassen. Thomas, du bist ein lebendiger Brief von Jesus Christus an den Landkreis Sigmaringen. Jesus möchte, dass die Menschen dich sehen und in dir ihn sehen. Und dass seine Liebe und seine Gnade in deinem Leben sichtbar wird. Ja, ich habe noch einen Brief mitgebracht. Die ganz cleveren ahnen jetzt schon, was da drauf steht. Richtig. Lisa, du bist ein lebendiger Brief von Jesus an dein Umfeld, an da auch immer, wo du bist. Jesus schickt dich, Jesus sendet dich und durch dich möchte er sein Wort weitergeben. Ich habe noch mehr mitgebracht, ja. Ich habe eure Namen jetzt nicht alle aufgeschrieben. Ich fange mal mit meinem eigenen an. Martin, ja. Bei mir hat Gott vor einem Jahr die Adresse geändert. Bis letztes Jahr stand bei mir da an Hamburg drauf. Jetzt steht da auch an Sigmaringen. Ein lebendiger Brief von Jesus an den Landkreis Sigmaringen. An die Menschen in meinem Umfeld, jedem, den ich begegne. Gott möchte, dass ich sein lebendiger Brief bin. Und ich habe noch einen letzten mitgebracht. Einen letzten Brief, den Jesus schreiben möchte. Das bist du. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein lebendiger Brief von Jesus. Jesus möchte durch dich sprechen zu den Menschen in deinem Umfeld. Das, wie du redest, was du sagst, wie du handelst, alles an dir möchte er gebrauchen, um zu den Menschen zu sprechen. Du bist ein lebendiger Brief von Jesus. Er möchte durch seinen Heiligen Geist, durch seine Liebe in dein Herz hineinschreiben und es durch dich zu den Menschen schreiben,
die in deinem Umfeld sind. Ich habe lange in der Kindergottesdienst mitgearbeitet. Und mein Vorgänger, der mich eingelernt hat als Kinderpastor, der hatte so einen Spruch, den er immer zu uns als Mitarbeitern gesagt hat: Du bist die Bibel, die Kinder lesen. Ja? Kinder, zumindest wenn sie klein sind, können noch gar nicht in der Bibel lesen. Und wenn sie ein bisschen größer werden, dann ist es immer noch nicht ganz so leicht, in der Bibel zu lesen für sie, weil die Bibel ja schon ein etwas komplizierteres Buch teilweise ist. Und er hat immer gesagt, wisst ihr, ihr seid die Bibel, die Kinder lesen. Wenn die Kinder euch sehen, so wie ihr mit ihnen umgeht, im Kindergottesdienst, dann werden sie von euch Rückschlüsse ziehen auf die ganze Gemeinde. Und von der ganzen Gemeinde Rückschlüsse ziehen auf Gott. Ihr seid die Bibel, die Kinder lesen. Und so möchte ich euch sagen, ihr seid die Bibel, die Menschen lesen. Ja, wir leben in einem Land, wo immer weniger Menschen in der Bibel lesen. Aber wir dürfen die Bibel sein, die Menschen lesen. Wir dürfen die Botschaft der Bibel sichtbar machen durch unser Leben, so wie wir mit ihnen umgehen. Das bringt Paulus zum Ausdruck. Ja, Gott schickt uns Briefmarke drauf, Adresse drauf und los geht's. Wir sind seine Briefe. Hunderte Briefe. Ja, wir sind jetzt vielleicht 100 Briefe und dann nochmal in allen anderen Gemeinden tausende, Millionen von Briefen auf dieser ganzen Welt, die Gott schickt in diese Welt hinein. Wie setzen wir das um, ein Brief von Christus zu sein? Eigentlich genauso, wie ich es schon gesagt habe. Starte mit Gebet, hör den Menschen zu, nimm dir Zeit, mit ihnen zu essen, gib praktische Nächstenliebe weiter. Und heute möchte ich zum letzten Punkt oder zum fünften Punkt kommen. Erzähl deine Geschichte. Erzähl den Menschen deine Geschichte mit Jesus. Ich fand es cool, von Lisa zu hören, von Thomas zu hören, wie ihre Geschichte mit Jesus war. Und so hat jeder, der zu Jesus gehört, seine Geschichte, wie er von Gott gehört hat, wie Jesus ihm begegnet ist, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat, was dazu geführt hat, dass er eine Entscheidung getroffen hat und sein Leben Gott hingegeben hat. Und wir leben in einer Welt, wo Wahrheit für viele Menschen relativ ist. Die Mehrheit der Menschen ist gar nicht mehr auf der Suche nach Wahrheit, weil sie eigentlich sowieso glaubt, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Wir leben in einer Zeit von Fake News, wo man immer weniger auf das vertraut, was man da gerade hört. Woher will ich denn wissen, dass das wirklich die Wahrheit ist? Und dann leben wir zusätzlich noch in einem Land, was nachchristlich ist. Ja, Paulus lebte in einer Zeit, wo die meisten Menschen noch nie vom Evangelium gehört hatten. Aber wenn wir mit jemand über Gott oder über Jesus reden, dann denken die Menschen, ach, kenne ich doch schon alles. Das ist doch schon längst veraltet. Daran hat doch meine Oma geglaubt oder meine Ururoma, aber ich doch nicht mehr. Das hat sich doch schon längst als falsch erwiesen. Es hat doch nicht funktioniert. Sie wollen von der Wahrheit Gottes, der Wahrheit, oft gar nichts mehr hören. Dass wir alle nach dem Tod vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Aber gleichzeitig sind sie auf der Suche nach Annahme, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Freiheit, auf der Suche nach Vergebung. Auf Suche nach Dingen, die nur Jesus uns geben kann. Also lasst uns nicht die Sorge haben, wir müssen Profi-Evangelisten sein, die das Evangelium genauso gut verkünden können wie Paulus. Sondern lasst uns einfach Zeugen sein. Zeugen sein von dem, was wir mit Gott erlebt haben, wo er unser Leben verändert hat. Ich glaube, es ist so gut, wenn wir ganz persönlich mit Menschen reden. Ja, wenn ich mit Menschen rede und die mich fragen, was für einen Beruf hast du? Und dann sage ich Pastor. Und dann kommt man ganz schnell in so theoretische Diskussionen über Gott und die Welt. Warum glaubst du das und bist du dir überhaupt sicher und macht die Kirche nicht alles falsch? Dann geht es um Dinge, die mit unserem persönlichen Leben eigentlich relativ wenig zusammen zu tun haben, um irgendwelche theoretischen Wahrheiten. Aber ich glaube, als Christen ist es unsere Aufgabe, ganz persönlich von Jesus zu reden, zu sagen, ich habe Frieden durch Jesus Christus. Ich habe Hoffnung. Ich habe erlebt, dass er
mir begegnet ist. Gerade letztens haben Rahel und ich im Auto jemanden mitgenommen, der ist getrennt und dann war es eine relativ lange Fahrt und dann sind wir mit dem ins Gespräch gekommen und genauso ist es wieder passiert. Ja, wir haben theoretisch über Gott und die Welt geredet und es war echt nicht so leicht, weil er natürlich ganz andere Ansichten als wir hatte. Und wir haben versucht, gute Argumente zu finden, aber die konnten ihn alle nicht überzeugen. Aber meine Frau war so weise, das Gespräch von dieser theoretischen Ebene auf eine persönliche Ebene zu lenken. Und dann konnten wir ganz einfach darüber reden, was Jesus uns ganz persönlich geschenkt hat, dass wir Frieden haben in Jesus, dass wir durch ihn zur Ruhe kommen können, dass wir uns geliebt wissen, unendlich geliebt wissen. Und plötzlich war das ein ganz anderes Gespräch und plötzlich war da ein großes Interesse. Und dann meinte er immer noch, na und wie kannst du dir sicher sein, dass Jesus der einzige Weg ist? Da meinte er, weißt du, es geht darum doch nicht, ob ich sicher bin, dass er der einzige Weg ist. Ich weiß, dass er ein Weg ist und auf diesen Weg gehe ich. Und du kannst dich entscheiden, auch diesen Weg zu gehen oder eben nicht. Es geht nicht um die Theorie, darüber zu diskutieren, ist Jesus der einzige Weg? Ja, ich glaube, Jesus ist der einzige Weg. Aber letztlich weiß ich, er ist ein Weg und er ist der Weg, der mich gerettet hat. Und ich möchte Menschen einladen, diesen Weg zu folgen. Erzähl deine Geschichte. Erzähl, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und ja, ich ermutige euch, vielleicht denkt ihr, oh, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Dann schreib es dir doch mal auf. Nimm dir doch mal die Zeit zu Hause, eigentlich deine Geschichte mit Jesus aufzuschreiben. Mir hilft das total, wenn ich es einfach mal schriftlich gemacht habe. Habe ich schon immer wieder mal gemacht. Einfach mal aufzuschreiben, was hat Jesus eigentlich in meinem Leben getan? Und dann fallen mir meistens doch mehr Dinge ein, als im ersten Moment, wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke. Und dann vielleicht drei Fragen, die dir helfen. Was war vorher? Was hat dich überhaupt dazu gebracht, nach Jesus zu suchen? Und dann, wie ist Jesus dir begegnet? Was hat zu deiner Entscheidung geführt? Und dann, was ist nachher? Was hat Jesus in deinem Leben verändert? Wo ist jetzt etwas da, was vor Jesus noch nicht da war? Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen. Ich möchte uns und euch ermutigen, als Botschafter Jesu zu leben. Und was motiviert uns? Ich sage, Menschen sind unsere Motivation. Gott liebt uns, aber nicht nur uns, sondern jeden Menschen auf dieser Welt. Und wenn wir uns von seiner Liebe anstecken lassen, sind diese Menschen, die Gott retten möchte, diese Menschen, die Gott liebt, sie sind unsere Motivation, Botschafter Jesu zu sein. Und dann dürfen wir annehmen, wir sind lebendige Briefe von Jesus. Er möchte uns senden an den Landkreis Sigmaringen, an unser Umfeld. Ja, wenn du nicht im Landkreis Sigmaringen wohnst, das ist jetzt kein Reden Gottes, zieh hierher. Kannst du natürlich auch machen, aber dann darfst du da deinen eigenen Wohnort einfüllen. Und dann lass uns anfangen, einfach unsere Geschichte zu erzählen, mit Menschen darüber zu reden, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wenn du dich nicht traust, es einem Fremden zu erzählen, dann geh doch nachher ins Bistro und erzähl es einem aus der Gemeinde. Und erzählt es euch gegenseitig. Und redet miteinander darüber, tauscht euch darüber aus und dann im nächsten Schritt kannst du es deinem Nachbarn erzählen. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du dein Leben gegeben hast, um meines zu retten. Und ich danke dir, Herr, dass es ja so ein großes Geschenk ist, dass du auch Thomas und Lisa und so vielen von uns schon gemacht hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, in diesem Geschenk, in diesem Auftrag, den du uns damit gibst, zu leben, dass wir deine Botschafter sind, dass wir deine Briefe sind an unser Umfeld. Gib uns Mut durch den Heiligen Geist, unsere Geschichte mit den Menschen zu teilen, das zu erzählen, was du in unserem Leben getan hast, Salz und Licht zu sein. Und wenn hier Einzelne sind, die ja, das noch gar nicht können, weil sie das noch gar nicht erlebt haben, so möchte ich euch heute sagen, ihr könnt heute eine Entscheidung treffen. Ja, wir nehmen uns jetzt eine Zeit des Lobpreises und ihr könnt diese Zeit nehmen, um einfach ganz persönlich zu sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann
möchte ich dich kennenlernen. Da möchte ich auch zu dir gehören. Da möchte ich diesen Frieden, diese Hoffnung auch kennenlernen. Bitte zeig dich mir. Ihr könnt zu Jesus reden. Und wenn ihr euch nicht traut, es alleine zu machen, könnt ihr auch zu mir kommen. Ihr könnt zu Petra kommen und wir beten gerne mit euch. Jesus möchte uns beschenken. Und wenn du sagst, ja, ich habe diese Aufgabe, diese Sendung vergessen. Ich habe vergessen, dass ich ein lebendiger Brief von Jesus bin. Dann kannst du auch die Entscheidung treffen und jetzt mit Gott ganz klar neu festmachen. Ich möchte diesen Auftrag annehmen. Ich möchte ein Alltagsmissionar sein. Ich möchte mich von Gott senden lassen in mein Umfeld hinein. Amen.